Digitale Sprechstunde. Vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Es gibt 37 Arten von Kopfschmerzen. Vielleicht erinnern Sie noch diese Werbung. Tja, in Wahrheit gibt es sogar sehr viele mehr Arten von Kopfschmerzen. Und gerade erst im September war der internationale Kopfschmerztag. Anlass genug also, um mal über Kopfschmerzen ausführlich zu sprechen. Das wollen wir heute tun und ich freue mich auf meinen Gast. Dr. Juliane Held ist heute da. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Frau Dr. Held ist Oberärztin im Zentrum für interdisziplinäre Schmerztherapie der Asklepios Klinik Nord. Was genau dort passiert und wer dort behandelt wird, darüber wollen wir auch noch sprechen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Ja, Frau Dr. Held, haben Sie selbst hin und wieder auch Kopfschmerzen? Ich muss sagen, ich bin glücklicherweise relativ verschont. Ich habe mal in meinem Leben selber irgendwie 2-3 Mal eine Aura gehabt. Richtig Kopfschmerz ist danach nicht gekommen. Das ist eher untypisch. Also ich bin da nicht der typische Fall, aber bin ganz froh, dass ich da relativ verschont bin. Und anderen helfen können. Genau. Das ist ja auch gut. Jetzt habe ich schon gesagt, wir haben diese berühmte Werbung zitiert. Es gibt 37 Arten von Kopfschmerzen. Stimmt gar nicht, ne? Stimmt überhaupt nicht. Es gibt weit mehr. Man kann mehr als 300 Kopfschmerzformen 300? Unterscheiden. Ja, es ist wirklich irre. Okay. Genau, also da gibt es viele verschiedene Unterscheidungen. Man muss sagen, es gibt dann schon so die Klassiker, die den Hauptteil ausmachen. Also unterscheiden tut man deutlich mehr. Letzten Endes ist erstmal wichtig zu unterscheiden, es gibt sogenannte primäre und sekundäre Kopfschmerzen. Ja, das habe ich schon mal gehört, aber was bedeutet das? Genau, also bei den primären Kopfschmerzen, da ist der Kopfschmerz die Erkrankung selber. Ja, das wäre zum Beispiel bei einer Migräne oder beim Kopfschmerz vom Spannungstyp so. Bei dem sekundären Kopfschmerz, da ist der Kopfschmerz nur ein Symptom von einer anderen Erkrankung. Also eine Begleiterscheinung, wenn genau. man so will. Ja. Kann man so sagen. Also wenn jemand zum Beispiel einen Bluthochdruck hat, kann es sein, dass der Kopfschmerzen entwickelt. Oder das kennen wir alle beim grippalen Infekt, ist der Kopfschmerz da. Dann wäre das auch ein sekundärer Kopfschmerz. Und da gibt es natürlich dann auch schwerwiegendere Erkrankungen wie irgendwelche Hirnblutungen oder Hirnhautentzündungen. Auch da entwickeln die Patienten Kopfschmerz als Symptom einer anderen Erkrankung. Nun haben Sie schon gesagt, es gibt mehr als 300 Arten, aber was sind so die, sagen wir, drei häufigsten Formen? Ja, im Endeffekt muss man sagen, die drei häufigsten Formen bei den primären Kopfschmerzen ist der Kopfschmerz vom Spannungstyp, die Migräne. Mhm. Jetzt würden einige vielleicht den Cluster-Kopfschmerz erwähnen. Ja. Ich würde da als drittes viel lieber noch den Kopfschmerz vom Medikamentenübergebrauch erwähnen. Okay. Denn wenn Patienten mit einem primären Kopfschmerz zu viele Kopfschmerzmedikamente nehmen, weil die halt so oft Schmerzen haben, können sie anhand der Einnahme der Medikation einen Kopfschmerz entwickeln, der dann auch zu einem Dauerkopfschmerz wird, wo man dann letzten Endes die Medikamente erstmal deutlich reduzieren muss. Also man denkt, man tut sich was Gutes, um den Kopfschmerz zu lindern, aber verstärkt ihn noch. Genau richtig. Genau so ist es. Und das ist gar nicht so selten? Das ist ziemlich häufig sogar. Und von daher ist da die Aufklärung auch so wichtig, dass Patienten mit einem primären Kopfschmerz gut aufgeklärt werden. Es ist leider immer noch so, dass Patienten mit Kopfschmerzen viel zu selten zum Arzt gehen. Dass jeder denkt so, ich habe halt mal Kopfschmerzen und wissen eigentlich gar nicht, dass da eine Erkrankung hintersteckt, die man halt auch behandeln könnte und die Lebensqualität wieder deutlich erhöhen könnte. Da wollen wir noch gleich nochmal ausführlicher drauf schauen. Sie haben schon gesagt, Spannungskopfschmerz als eine sehr häufige Form. Was ist das? Kommt das durch Stress? Wie wird sowas verursacht? Genau, also im Endeffekt muss man sagen, es gibt nicht den einen klassischen Auslöser. Auch das ist multifaktoriell. Letzten Endes ist das ein Kopfschmerz, der den ganzen Kopf betrifft, der einen ganzen Tag oder auch darüber hinaus auftreten kann. Häufig haben die Patienten nicht wirklich Begleitsymptome dazu. Also bei einer Migräne ist es ja klassisch, dass die Licht- und Lärmempfindlich sind oder dass sich der Kopfschmerz bei Aktivität deutlich verstärkt. Das ist nicht beim Spannungskopfschmerz so. Wir wissen inzwischen, dass, letzten Endes muss man immer unterscheiden zwischen der Akuttherapie und einer prophylaktischen Therapie. Ja. Ja, und wenn so ein Spannungskopfschmerz da ist, dann ist schon die Akuttherapie, dass man vernünftig Schmerzmedikation einnimmt. Mhm. Wenn die Kopfschmerztage zu häufig werden, also wir sagen da letzten Endes, wenn die mehr als 15 Tage im Monat Medikamente eingenommen werden, dann kann man diesen Übergebrauchskopfschmerz entwickeln.
Also das ist der späteste Zeitpunkt, auch abklären wo man genau so ist. Und sagen wir, die Hälfte des Monats mit Kopfschmerzen verbracht genau. wird, dann ist es zu viel. Genau. Und dann muss man auch über nicht nur über eine Akutmedikation nachdenken, sondern über eine Prophylaxe. Okay. Da gibt es auch medikamentöse Maßnahmen. Viel entscheidender ist da letzten Endes sich auch anzuschauen, wie ist das Leben? Ja, also wie ist der Stressfaktor? Also eben schon, vielleicht mal zurücktreten, mal was absagen. Genau, mal zurücktreten, mal vielleicht was absagen, vielleicht Entspannungsverfahren lernen, um Stress und Spannung auch abzubauen. Letzten Endes wissen wir, die neue Leitlinie, die rausgekommen ist, da ist erstmalig auch erwähnt, dass man auch mit Physiotherapie im Schulter-Nackenbereich etwas erreichen kann. Also letzten Endes muss man sagen, die beste Therapie ist multifaktoriell. Also man muss sich einmal anschauen, ne, wie viel Stress habe ich im Leben, was habe ich für psychische Belastungen, bewege ich mich genug, mache ich genug Sport, macht es Sinn, mal Physiotherapie zu machen? Und dann kann man auch halt über Medikamente nachdenken. Also das ist entscheidend, nicht das eine hilft, sondern die Kombination aus mehreren. Ja, jetzt haben Sie eben schon den Cluster-Kopfschmerz angesprochen. Der ist auch irgendwie verbreitet oder man hört das schon mal. Was ist das jetzt im Vergleich zum Spannungskopfschmerz? Der ist nicht so häufig, muss man sagen. Der tritt eher in Episoden auf. Also viele Patienten berichten, sie haben im Frühjahr und im Herbst eine Episode. Dann hält das einige Tage an. Das sind sehr kurze, aber sehr heftige Kopfschmerzattacken, die dann wirklich haben. Einseitig, das ist dann wirklich wie Blitze, Hammerschläge, also stärkste Kopfschmerzen, die da beschrieben werden. Das muss man auch definitiv gut behandeln. Ja. Eine gute Therapie ist eine Sauerstofftherapie. Die Patienten kriegen dann, wenn das diagnostiziert ist, häufig sogar so eine Sauerstoffflasche nach Hause und können dann in dem Moment, wo diese Attacke da ist, mit Sauerstoff inhalieren. Okay. Und genau, es gibt auch Triptane, die sie in die Nase anwenden können. Das Ganze muss dann halt schnell auch wirken, weil es halt ein sehr heftiger Kopfschmerz ist, der halt nicht lange anhält. Genau, und häufig tritt das so in Episoden auf. Okay, und natürlich Migräne. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen leiden daran in Deutschland? Oh, die Zahlen, die variieren ja immer. Ist wahrscheinlich eine große Dunkelziffer, ne? Genau, ist eine große Dunkelziffer. Man muss sagen, in Studien, da variiert das irgendwie zwischen 50% der Frauen haben Migräne und in anderen Studien sind es irgendwie 15 oder 20%. Da kommt es auch immer sehr drauf an, welche Kriterien. Es wird dann auch schnell wahrscheinlich gesagt, ich habe Migräne, ne? Und heute Abend habe ich Kopfweh. Das kommt halt auch noch dazu, ne? Ja. Also im Endeffekt, man muss es schon vernünftig diagnostizieren. Richtig. So. Genau. Letzten Endes bei der Migräne, also die wichtigste Message ist letzten Endes, wenn man den Verdacht hat, man hat so eine Migräne und die Lebensqualität leidet unter den Kopfschmerzen, sollte man auf jeden Fall zu einem Arzt gehen, der sich damit auskennt, denn man kann auch die Migräne gut behandeln. Ja? Ja. Man hat inzwischen viele medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten, sowohl in der Akuttherapie als auch in der Migräneprophylaxe, wenn es denn notwendig ist. Und man kann halt auch mit einer Lebenswandelumstellung viel erreichen. Wir wissen inzwischen, dass regelmäßiger Ausdauersport eine sehr gute prophylaktische Wirkung hat, um auch Kopfschmerztage im Monat zu reduzieren. Okay. Also im Endeffekt unbedingt beraten lassen. Ja. Weil das ja schon eine enorme Einschränkung der Lebensqualität ist, wenn ich im abgedunkelten Zimmer liegen muss über Stunden oder vielleicht sogar 2 Tage und Übelkeit kommt ja manchmal auch hinzu. Sehr richtig, Übelkeit, Erbrechen haben viele als Begleiterkrankung und es ist einfach wirklich, viele beschreiben, dass sie dadurch halt an vielen Dingen im Leben gar nicht mehr teilnehmen können, weil sie entweder Angst haben, dass sie dann eine Migräneattacke entwickeln würden und dann verabreden sich gar nicht mehr oder im Endeffekt auch, dass sie Dinge absagen, abbrechen müssen, weil sie dann halt wirklich out of order sind. Ja. Und was ja bei vielen auch der Fall ist, so dieses Migräne entsteht nach der Anspannung, ne? Also man hat eine stressige Woche gehabt und ist oder Wochenende Urlaub. Oder im Urlaub, genau, ne? Steht vor der Tür und dann liegen die Patienten im Bett und haben nichts Schönes von ihrer Freizeit. Und das könnte man mit dieser Prophylaxe natürlich in den Griff bekommen, indem man sagt, man nimmt grundsätzlich Medikamente, unabhängig von der Attacke? Genau, das macht nur Sinn, wenn man schon mehr als 4 Migräneattacken im Monat hat oder ab 4 letzten Endes, da würde man sagen, also wer so einmal die Woche eine Migräneattacke hat, die so heftig ist, dass man halt nicht mehr am Leben teilnehmen kann, dann sollte man schon darüber nachdenken, auch eine Prophylaxe einzunehmen. Wann tritt so eine Migräne eigentlich zum ersten Mal auf? Kann das schon bei Jugendlichen passieren? Ja, unbedingt. Das kann schon bei Jugendlichen passieren. Man muss sagen, die erste Migräneattacke ist häufig auch sehr eindrücklich, weil die natürlich überhaupt nicht wissen, was passiert.
passiert da eigentlich mit mir? Das ändert sich, sobald ja, die Patienten dann auch lernen, letzten Endes damit umzugehen. Also das Bedrohliche fällt ein bisschen weg, aber der Leidensdruck ist einfach enorm groß. Vielleicht einmal jetzt auf die Akutphase zu schauen, vielleicht bei Migräne oder auch dem Spannungskopfschmerz. Wie schnell sollte ich eine Schmerztablette nehmen und was dann? Aspirin oder Paracetamol oder ist es egal? Genau, also im Endeffekt muss man sagen, so früh wie möglich. Mhm. Ja. Je früher man so eine Migräneattacke versucht zu durchbrechen, desto besser. Es gibt genau die frei verkäuflichen, man kann Aspirin nehmen, man kann Paracetamol nehmen, man kann Ibuprofen nehmen. Genau. Im Endeffekt muss man sagen, dass da auch jeder Mensch ein bisschen anders ist und man das es auch lohnt, das auszuprobieren, mit welcher Medikation man da man kann besten zurecht. Kommt. Das eine ist besser als das andere. Nee, das kann man nicht unbedingt sagen. Also das ist schon individuell. Ich würde immer mit Ibuprofen anfangen, aber das ist letzten Endes Weil Aspirin auch das Blut verdünnt, ne? Hat nochmal eine andere... Genau, das ist, muss man sagen, bei jungen, gesunden Menschen nicht so entscheidend, aber genau richtig. Man muss natürlich die Nebenwirkungen auch im Blick behalten. Mhm. Genau. Und dann gibt es halt für die Akutbehandlung der Migräne auch Triptane. Das sind Medikamente, die extra für die Migräne letzten Endes zur Verfügung stehen, die häufig deutlich wirksamer noch sind. Die sind allerdings verschreibungspflichtig zum großen Teil. Also auch deshalb macht es Sinn, zum Arzt zu gehen. Sowieso macht es Sinn, aber da dann nochmal besser. Dann muss man natürlich oder sollte man ruhen. Ich glaube, das macht man natürlich intuitiv, weil man gar nichts anderes machen kann. Genau, gerade bei einer Migräne, die ziehen sich zurück, die gehen in einen am besten dunklen, leisen Raum, das passiert ganz automatisch. Und gibt es denn noch so Hausmittel? Ich weiß, eine Freundin hatte auch mal in der Studienzeit mit Migräne, die kam dann immer mit Espresso und Zitrone und so, aber gibt es da eine Evidenz? Nee, es gibt auch Medikamente, wo Koffein schon mit drin enthalten ist, in diesen primären Schmerzmedikamenten. Auch das ist so ein bisschen Geschmackssache. Da tütet sich, sage ich mal, jeder auch so ein bisschen so zurecht, was hilft ihm in der Migräneattacke. Im Endeffekt muss man sagen, geht es wirklich dann eher darum zu schauen, wie kann ich die Frequenz der Migräneattacken reduzieren und wie kann ich da irgendwie einen besseren Umgang mit finden. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, die Ursachenforschung ist ja auch so ein bisschen, ist wichtig und dann muss man eben schauen, ob man multifaktoriell behandelt, also verschiedene Elemente zusammenbringt und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zum Schmerzzentrum, in dem Sie ja Oberärztin sind, denn da setzen Sie mit Ihren Kollegen auch auf die sogenannte multimodale Schmerztherapie. Können Sie das mal erklären, was das genau ist? Ja, sehr gerne. Also man hat einfach festgestellt, dass man Patienten mit chronischen Schmerzen häufig nicht helfen kann, indem man nur einen Bereich behandelt. Im Endeffekt ist das Multimodale so wichtig. Also was heißt multimodal? Das heißt, wir arbeiten mit ganz vielen verschiedenen Fachabteilungen zusammen. Sowohl ärztlicherseits, also wir haben Neurochirurgen, wir haben Orthopäden, wir haben Neurologen, wir haben Anästhesisten in unserem Team. Also da ist einfach viel Wissen und viel abgedeckt, weil einfach chronische Erkrankungen ja durch sehr unterschiedliche Erkrankungen entstehen können. Und die Therapie muss halt auch multimodal sein. Das bedeutet, wir arbeiten sehr eng mit Physiotherapeuten zusammen. Wir arbeiten sehr eng mit Ergotherapeuten. Unsere Pflege ist gut ausgebildet, häufig noch weitergebildet in Entspannungsverfahren. Klangschale machen die zum Beispiel zum Ohr- oder Ohrakupunktur, sind einige ausgebildet. Dann haben wir die Psychologen, super wichtiger Bereich für die chronische Schmerztherapie, denn auch wenn nicht gerade eine psychiatrische Erkrankung vorliegt, muss man sagen, dass chronischer Schmerz letzten Endes immer was mit der Psyche auch macht. Und wo ist Henne, wo ist Ei, das weiß man manchmal nicht so richtig. Genau, da ist die Medizin ja, glaube ich, auch sehr viel weiter in den vergangenen Jahrzehnten gekommen, dass man schon diese ganzheitliche Betrachtung so ist es. Genau, und vornimmt. Das ist letzten Endes bei chronischen Schmerzen einfach enorm wichtig und nur so kann man chronischen Schmerz auch verbessern letzten Endes. Das ist auch der Grund, warum viele dann bei uns in die Tagesklinik oder in die Station kommen, weil man ambulant diese Therapiedichte häufig überhaupt nicht gewährleisten kann. Ne? Wenn man dann irgendwie einmal die Woche Physiotherapie hat oder Und fährt dann durch die Stadt und muss dahin und dahin und dahin. Genau, und hat irgendwie alle 4 Wochen mal ein psychotherapeutisches Gespräch, das dauert einfach alles viel zu lange und das dann umzusetzen, ist enorm schwierig, sodass das dann schon sinnvoll ist, das mal in einer Schmerztherapie zu machen. Und wie viele Plätze haben Sie in der Tagesklinik und dann stationär? Genau, wir haben in der Tagesklinik 16 Plätze
parallel in zwei Gruppen mit je 8 Patienten laufen. Okay. Und in der Station haben wir auch 8 Betten. Mhm. Die tagesklinische Therapie, die geht über 4 Wochen. Ja. Und auf Station geht die über 3 Wochen. Man muss sagen, dass die Station von der Therapiemenge etwas weniger ist als in der Tagesklinik, weil wir letzten Endes davon ausgehen, dass die Patienten, die in die Station kommen, häufig schon ein bisschen älter sind. Ja. Oder nicht mehr so gangsicher sind oder da einfach ja, so ein Sportprogramm von mehreren Sporttherapieeinheiten auch am Tag vielleicht nicht mehr so absolvieren können. Ja. Oder was wir stationär auch machen, sind Opiatentzüge. Viele Schmerzpatienten haben über viele, viele Jahre Opiate eingenommen und haben eigentlich gar nicht mehr wirklich einen Nutzen davon. Ja. Und die Medikamente dann abzudosieren, das machen wir halt auch in der stationären Schmerztherapie. Und genau, in der Tagesklinik, also auch da haben wir vom Alter her, wir haben da auch über 80. Bis, genau, ja. Ne? Also ab vom 18 bis Mitte 80 haben wir alles schon da gehabt oder haben wir auch weiterhin. Und gibt es da eine Warteliste, wenn Sie sagen, 16 Plätze sind ja erstmal nicht so viele in einer Millionenstadt? Ja, genau, es gibt schon eine Warteliste. Man muss sagen, sie ist überschaubar. Es ist jetzt nicht so, wenn man sich bei uns anmeldet, dass man irgendwie, genau, es ist nichts aussichtslos. Man muss jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass man ein halbes oder dreiviertel Jahr warten muss auf irgendeinen Therapieplatz. Ich würde sagen, das ist im Moment irgendwas zwischen 6 Wochen und 3 Monaten, dass man bei uns auch dann einen Platz bekommt. Und wir haben natürlich heute jetzt sehr stark über Kopfschmerzen gesprochen. Das macht wahrscheinlich auch einen Prozentsatz aus der Patientinnen und Patienten. Ja. Genau, also wir haben Patienten mit primären Kopfschmerzen. Ja. Wir haben viele Patienten mit Rückenschmerzen oder mit rheumatologischen Erkrankungen oder mit neurologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel einer Polyneuropathie. Also so Nervenschmerzen haben wir viel. Also es ist eine ganze Bandbreite, ne? Ja, Kopfschmerz ist sozusagen eine Erkrankung. Genau, oder? Also letzten Endes darf sich jeder bei uns vorstellen, der einen chronischen Schmerz hat, erstmal egal, worum es da geht. Ja. Um zu uns zu kommen, muss man ja auch erstmal zu uns in die Indikationssprechstunde. Da hat man dann ausführliches Arztgespräch und ein psychotherapeutisches Gespräch. Dort machen wir uns einmal ein Bild, schauen, wäre eine Schmerztherapie sinnvoll. Und wenn wir dann sagen, ja, wir stellen die Indikation, das macht Sinn. Ja. Dann werden die Patienten eingeladen für die Tagesklinik oder die Station. Nochmal eine Frage, weil Sie das schon erwähnt haben häufiger. Die Aura, ne? Wenn man die hat. Was ist das? Ja. Was würde im man Endeffekt so sagen? Geht die Aura, also eine Migräneerkrankung braucht keine Aura, aber einige Patienten haben eine Aura. Eine Aura letzten Endes geht der Kopfschmerzphase voraus. Ja, das okay. ist eine Phase, wo die Patienten häufig bei einer visuellen Aura, also einer bildlichen Aura, fangen die plötzlich an Zacken zu sehen. Okay. Die wandern oder es bilden sich Kreise. Man kriegt halt oder Sterne oder so Sterne, ja, das, genau. Ja? Viele beschreiben das so als Zacken, die wandern. Man kann nicht mehr so klar fokussiert sehen. Das ist das Häufigste. Das hält so eine Viertelstunde ungefähr an. Dann geht das weg und dann erst setzt der Kopfschmerz ein. Ah, okay. Das ist so ganz klassisch. Es gibt sogar auch Auren, wo die Patienten Sprachstörungen kriegen. Schwindelgefühle, wäre das auch? Ja, ja, Schwindel auch. Nicht so typisch, aber auch sowas gibt's. Mhm. Genau. Also sie können letzten Endes neurologische Ausfallerscheinungen bekommen. Ja. Und dann... Dann spricht man von einer Aura, wenn man im Grunde diese Attacke... Genau, spürt. Ja, genau, richtig. Ja, und viele beschreiben dann, wenn die Kopfschmerzen dann auch wieder weggehen, noch so eine Endphase, wo sie müde sind. Okay. Genau. In dieser Vorphase haben auch viele Heißhunger. Das ist auch so ein, wo viele dran erkennen, oh, ich kriege wieder eine Migräneattacke, wenn sie plötzlich so Heißhunger bekommen. Ah, okay. Das haben auch viele. Ja, vielen Dank schon mal, dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über die vielen Arten von Kopfschmerzen und die häufigsten Arten von Kopfschmerzen vor allem und die Therapiemöglichkeiten bei Ihnen auch. Fragen zu Ihnen vielleicht nochmal, warum sind Sie Ärztin geworden und warum dieser Fachbereich? Ja, genau. Also Ärztin, bei mir in der Familie gibt es überhaupt keine Ärzte. Also keine genetische Disposition, nee, gar wie das nicht. Immer so schön heißt. Nein. Genau, gar nicht. Irgendwie war mir das recht schnell und früh klar, ich möchte Medizin studieren. Mhm. Warum, weiß ich gar nicht so ganz genau. Und dann habe ich ja erst den Facharzt für Neurologie gemacht, bin dann weiter über die Schmerztherapie und der Psychiatrie dann wieder in der Schmerztherapie gelandet. Ja. Ich bin heilfroh, in der Schmerztherapie zu sein, da bin ich auch definitiv angekommen. Ich finde das einfach wahnsinnig schön, dass es ein Fachbereich ist, der sich wirklich den ganzen Menschen anguckt und die ganzen Facetten anschaut, die hinter diesem Schmerz oder der Erkrankung stecken können. Ja. Man hat in der Schmerztherapie einfach noch ein bisschen mehr Zeit für die Patienten, als viele das niedergelassen oder sonst in der Klinik beschreiben, weil man sagen muss, man kann chronischen Schmerz mit
keiner Zeit einfach auch gar nicht behandeln. Von daher, ja, genau, das geht halt nicht ad hoc. Genau. Ne? Ja. Von daher ist das irgendwie schön, sich mit den Menschen auch beschäftigen zu können und ja, dann in dem interdisziplinären Team zu arbeiten, multimodal zu arbeiten. Ja. Mit den verschiedenen Fachgruppen, das finde ich total bereichernd und bin sehr froh, da in der Schmerztherapie. Das spürt man auch, Ihre Begeisterung, ganz toll. Und was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Ja, dann habe ich meine zwei Kinder, die sind noch sehr klein, die sind noch 2 und 4. Oha, ja, und da ist noch richtig Action. Genau, da ist noch richtig Action und denen gehört auf jeden Fall meine Zeit außerhalb der Klinik. Man muss sagen, auch ich habe gemerkt, dass es doch wichtig ist, sich zu bewegen und Sport zu machen. Deshalb ist das so das, was ich jetzt auch wieder mache, langsam. Ja. Genau, aber die meiste Zeit gehört dann meiner Familie und meinen Kindern. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren und so wunderbar aufgeklärt haben. Und ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank, Frau Dr. Held. Vielen Dank. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.